Hallo, herzlich willkommen bei Modellbauer Nürnberg. In diesem Video unboxen wir von Multiplex die neuen Elapor Color Farben, im Prinzip EEC Farben. Und ich habe hier Gelb und Schwarz bestellt. Ein Grau kommt noch demnächst, das kommt später. Ja, es geht aber hier nicht um die Farben direkt, also um die Farben, also wie die Farben wirken, um das geht es hier nicht. Sondern einfach mal, ja, mal zeigen sozusagen die Multiplex Elapor Color Farben, die neuen. Bei den Farben ist besonders, dass man keine Grundierung mehr benötigt, im Gegensatz zu den alten Multiplex Elapor Farben. Die alten werden natürlich immer noch verkauft, deswegen muss man wirklich schauen, wo und was man bestellt, damit man auch wirklich die neuen Elapor Color Farben erhält. Weil bei den alten, wie gesagt, benötigt man eine Grundierung. Und das hat mich immer abgeschreckt, überhaupt meine Modelle zu lackieren. Und ja, hier sehen wir schon Gummibärchen, das Wichtigste. Gab gratis dazu. Ja. Seht ihr schon Elapor Color. Sind übrigens auch 400 Milliliter. Hier sieht man alle Farben, die es gibt. Leider gibt es kein Weiß. Beim alten Elapor Color gab es noch Weiß. Ich hoffe sehr, dass Multiplex noch Weiß rausbringt. Weil man kann nämlich Elapor Color auch für andere Styropor-Sorten verwenden. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein graues Styropor haben solltet, eure Grundfarbe vom Modell sozusagen dann grau ist, könntet ihr es dann mit Weiß, was ich natürlich perfekt finden würde, Weiß machen. Und da es kein Weiß gibt, habe ich mir eben noch Grau bestellt und das kommt noch demnächst. Schwarz werden die Fenster und die Räder lackiert. Und Gelb kommen noch so Streifen und so weiter rein. Und mein Modell dafür, wo die Farben getestet werden, wird demnächst eintreffen in den nächsten Tagen. Da wird es dann auch wieder ein Unboxing-Video und so weiter geben. Am fertigen Modell könnt ihr dann auch gerne sehen, wie die Farben in echt wirken. Und ich werde euch auch berichten, wie die Verarbeitung mit den Multiplex Elapor Color Farben ging. Wie gesagt, keine Grundierung benötigt. Bin sehr gespannt. Laut Multiplex eine sehr hohe Haltekraft, also ja, die sollten sehr gut am Modell haften. Und wie gesagt, eben auch für alle möglichen Styropor- und EPP-Materialien. Mal schauen, was da hinten so drauf steht, vielleicht ein bisschen. Hochwertiger Qualitätslack für Schaumstoffoberflächen. Sowohl innen als auch im Außenbereich. Ja, natürlich muss man draußen lackieren unbedingt, weil da drin ja, sehr viele giftige Stoffe enthalten sind, die man auch sehr gut hier unten sehen kann. Im Prinzip war es das vom Unboxing. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder sonstiges, schreibt einfach in die Kommentare. Ich antworte gerne. Und somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.